Das ist klar. Ja, wie besprochen. Dann könnt ihr mir ja auf der Rückfahrt gleich die 6 Kisten. Dann könnt ihr mir ja auf der Rückfahrt gleich die 6 Kisten mit den Äpfeln bringen. Ja, das ist sehr gut. Den Weißkohl lass mir mal für übermorgen. Moment mal, da ist ein Verrückter. Warum hupt ihr denn andauernd? Ist denn keiner hier zum Abladen? Die Mädchen werden doch nicht etwa schon. Meine Dame, es ist noch nicht Feierabend. Bitte, bitte. Ja, ja, ist ja richtig. Aber heute Abend ist doch die Betriebsfeier. Und da dachten wir... Na, was dachtet ihr? Ihr dachtet. Und wo sind die anderen 10? Ist doch sowieso jetzt nichts mehr los um die Zeit. Haben doch alle Familie. Die Kinder? Ja, ja, natürlich. Es gibt immer Gründe und Argumente, um die Arbeitszeit zu verkürzen. Meine Damen, die Schicht ist erst in einer Dreiviertelstunde zu Ende. Draußen steht ein LKW mit Frischgemüse und wir haben jetzt das besondere Vergnügen, gemeinsam diesen Wagen abzuladen. Na los, hilft dir alles nichts. Vorne Seewald. Ja, so ist das. Jetzt stehen Sie da und gucken. Hätten Sie sich lieber früher um Sie kümmern sollen. Alte Frau Noack, schrecklich. Keiner von uns hat gemerkt, dass sie gestorben ist. Das hat mir gerade noch gefehlt. Diese Frau Noack. Wenn ich mal sterbe, wird mir das Gleiche passieren. Durch den Kopf geht. Die werden doch schließlich im Betrieb nachfragen, wenn ich nicht komme. Die würden alle ganz schön dumm gucken. Meine Damen. Und alle in Schwarz. Ich lach mich tot. So, und jetzt lasse ich die rosarote Kuh steigen.